Ich puste dir auch mal was. Der Carsten kriegt ein warmes Händchen. Ja. Durch die Kamera. Ja. 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 Postgame Show. Wenn es noch einen fünften Spielzug gegeben hätte, ich weiß das nicht. Einen sechsten. Oder einen sechsten. Stimmt, einen sechsten. Und theoretisch wäre ja auch noch ein siebter möglich. Ja. Zwei Zauberer standen, ne? Ja, du hättest ja die Seuchengüter wären jetzt wiedergekommen. Ja, auf einer 11 oder mehr ein 20er Block. Genau. Und dann wärst du vielleicht wieder dran gekommen. Ja. War jetzt nicht so. Kameratechnisch, ne? Epische Schlachten war jetzt nicht so das Beste, die da rumzuziehen. Andererseits hatte ich auch keine Lust, mich gegen. Wie viele Nurgling Bases hattest du da? 9. Zu viele? 9. Ja, insgesamt 9. Ja, gegen 9 Nurgling Bases durchzusetzen, habe ich gedacht, haust du die Waffe. Er hat mich auch gekriegt. Den letzten Fliehenden noch eben so, du bleibst hier. Na. Und dann hatte ich gehofft, dass du mich auslöscht, damit wir nicht mehr im Nahkampf gebunden sind und ich einfach abhauen kann. Tja. Hätte. Ja, wie immer. Eine Kette. Für auf Seiten der Elfen, der Drache, wie immer Matchwinner, ne? Killer. Ja, 4 plus Save, wiederholbare Saves. Gegen Tödliche? Ne, gegen Tödliche hat er gar keine. Ja, kann ja irgendwie sein, hat er noch irgendwie. Ne, gegen Tödliche hat er gar keine, aber 4 plus wiederholbaren Save plus ein Eimer voll Attacken, die auch nicht wenig Schaden austeilen. Die Streitwagen fand ich auch diesmal auch ganz gut, die standen nur ein bisschen weit ab. Die waren böse. Ich hab dir ja extra gegen deine Blood Warriors gesetzt. Ich hab die, ne? Hat nichts entgegenzusetzen. Hätte ich da reinchargen dürfen, hätte ich in der ersten Runde noch die doppelten Attacken gehabt. Ja. Was wir natürlich vergessen haben, ist, dass die Blood Warriors, wenn die draufkriegen, nochmal nachschlagen dürfen. Das hätte vielleicht einen Unterschied gemacht, aber du hast mir insgesamt 5 Wunden geklaut. Ne? Aber man weiß es nicht, die waren gut, die waren jetzt nur zu weit ab hinten aus dem Schuss. Ja. Ganz hin. Ja, hinter dem bösen Wall stand. Ja, ich wollte sie nur extra gegenüber deinen Blood Warriors positionieren. Ja, der Drache ist wie immer Killer. Die Segadisten, ich finde, die sind immer noch gut. Also. Ich finde die Phoenix gerade besser. Ja, aber die Phoenix gerade, also wenn du das mit dem Scroll Builder machst, nach Punkten, sind die Segadisten sehr punkteffizient. Also das kostet echt nicht viele Punkte. Ich kann mal kurz gucken, was die Einheit punktemäßig kostet. 300 Punkte. Und dafür teilen die ganz gut aus. Phoenix-Gardisten, die sind natürlich mit den doppelten Safe und so, schon klar. Aber Tigris ist ganz nice. Er ist nicht mehr ganz so hart wie früher, aber der bringt ja eigentlich jeden Zauber durch. Der ist ultra hart. Ja, hast du Fantasy 8 Edition gespielt? Nein. Okay, dann weißt du, dass er im Schatten seiner selbst ist. Der aber hat für das, was er geleistet hat, böse. 100 Punkte. Und zu bannen 100 Punkte? Ankommen in deine Zauber, aber die wollten. Oder wie gesagt, wollte ich ja nicht 117. aufs Spiel setzen. Ja gut, aber 117 ist nicht hart. Die Schwerträger ist nur so. Elfen immer, ne? Ich weiß, ich kenne die Witze alle, die Elfen pupsen Juwelen und die haben Zäpfchenhelme, die werden kriegen keinen Bart gespielt, da sind nur Frauen drin, haben alle lange blonde Haare. Ich kenn's alle, aber die sind in allen Editionen, jetzt auch bei AOS, eine Armee, die im Nahkampf härter zuschlägt, als man denkt. Ja. Also vom Aussehen her denkst du auch, hier kleine fragile Elfchen. Was, wenn es nachher zum tatsächlichen Austeilen kommt, sind die nach wie vor immer noch zähe Biester. Ja. Und ja, bei den Bogenschützen zum Beispiel wären es 20 gewesen, darfst du Einsen wiederholen. Bei den Speerträgern darfst du das auch, bei den normalen Speerträgern, wenn sie sich nicht bewegt haben. Mhm. Also diese ganzen Sachen. Nette Geschichte. Ich bin mit meinen Elfen nach wie vor zufrieden. Man muss natürlich sagen, je länger das Spiel geht und desto mehr Verluste du hinzufügst, desto wichtiger ist das Spawnen. Das stimmt. Ligatechnisch ist es so geregelt, du kannst nur spawnen, was du als War Scrolls auch schon auf dem Table hast. Du kannst also nicht sagen, du kaufst die Drones nicht und beschwörst die dann. Nein. So wie wir das vorhin hatten, 3 Nörglinge standen und ein 6er Block kam zum Beschwören. Ist immer noch hart, aber dadurch ist das ein Stück weit limitiert, weil du musst die Einheit mindestens einmal kaufen. Und von den Punkten zählt ja auch nur das, was vorher auf dem Tisch stand, nachher am Ende. Ja gut, aber jetzt Missionen noch spielen. Ja, ja, klar. Da du 3 Missionsziele hast, das sind unentschieden theoretisch möglich, aber dadurch, dass du eine ungerade Anzahl Missionsziele hast, geht es eigentlich ganz gut. Kommt das? Also ich bin gespannt, wie sich das in der Liga nachher auswirkt, weil wir haben, ich weiß gar nicht, Dennis, wie viele unterschiedliche Völker haben wir? Zu viele.
viele? Zu viele. Ein Batzen. Ein Batzen. Ich weiß nicht, ich glaube, Khemri haben wir nicht, ne? Khemri ist das einzige Volk, glaube ich, was nicht vertreten. Aber Vampire haben wir? Ja. Mhm. Also Khemris haben wir nicht, aber die verblassen ja auch so langsam. Ja. Leider. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich alles dabei. Wir haben Zwerge dabei, wir haben Gobos sogar dabei, ne? Glaube ich. Gobos dabei, Elfen, Waldelfen. Also fast alles dabei. Und ich bin gespannt, wie sich diesen Ligabetrieb nachher auswirkt. Ich persönlich würde sagen, was das Endergebnis in der Liga angeht, schätze ich Nurgle in den vorderen Plätzen ein. Okay. Du hast dich ja jetzt auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, was Würfelwürfe angeht. Das hättest du einen besseren Tag gehabt, Würfelwürfe angewärmt. Ja, mal hat man es nicht. Ja, mal. Es gibt Tage, da verlierst du und gibt Tage, da gewinnen die anderen. Genau. Ich würde trotzdem sagen, ich schätze die. Ich meine, ich habe aber auch wenig AOS gespielt. Außer wir stehen gegen Zwerge auf dem Feld, dann wird es schwer, weil die Zwerge einfach. Ja, wer den Battle Report sich angeschaut hat, Carstens Zwerge gegen Seraphon, Link und so, schaut euch den mal an, dann wisst ihr, was Zwerge können. Selbst bei kleinen Regelfehlern, selbst wenn die gemacht wurden, Zwerge können schießen. Vorsichtig ausgedrückt. Gut schießen. Dennis, womit nimmst du teil? Seraphon? Entweder Seraphon oder die Chaos Death Ties, die jetzt als Boxer rauskommt. Chaos Death Ties. Ach hier, das große Moped. Ja, das große Moped. 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 Ja. Wir sind gespannt, wie es wird. Vielleicht machen wir mal einen Zwischenbericht zur Liga, wie es läuft. Auf die Frage vom lieben Fan zurückzukommen. Nein, Urlaubgeflüster ist 2016 nicht aus dem Programm genommen. Wir sind aktuell zeitlich nur ein bisschen eingebunden. Und wir sammeln auch Themen, weil wir wollen ja auch wieder ein bisschen was reinbringen ins Warcraft-Flüster. Nicht sinnlos diesmal. Mit Sinn ja, diesmal. Ja, also nicht nur sinnlos. Ja, vorsichtig nur. Formuliert. Nicht nee, nur. Sinnlos soll es nicht sein. Konzeptlos in der Spielung. Genau, konzeptlos. Genau. Also nicht sinnlos. Also ich mache mir wieder ein handschriftlich ne, so ein Post-it und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rumkommt. Deswegen, wie immer, fleißig weiter kommentieren. Thumbs up für Steven Snurgle. Die wunderschön umgebauten. Und gebt mir all den Elfenhass in den Kommentaren, wie immer. Ich kann's ab, ich kenne das von Dennis. Ich höre mir das jeden Tag an. Ja, Preise Nurgle. Ja. Preise Nurgle. Nurgle ist ja auch total lieb, also deswegen kann man das ruhig machen. Deswegen, ja, deswegen heißt er ja auch Väterchen Nurgle. Ja, nee, Nurgle, der meint es ja gar nicht böse. Schön. Nee, der meint, ja. Nurgle mag Leben in all seinen Formen. Und Viren, Bakterien sind auch Leben. Und der beschenkt dich nur mit Krankheiten. Will ich nicht haben. Behinderung ist das, das ist Weiterentwicklung. Ja, ja. Aber weil wenn du Nurgles Herold bist, ne, also Sven, spätest du Nurgle an und so, dann beschenkt er dich mit allen seinen Krankheiten. Das Schöne ist, du darfst dran leiden, ohne dran zu sterben. Ja. Sauber. Wenn du ihn verhöhnst, dann kriechen dir Maden ins Gesicht und Fliegen kommen aus dem Kopf. Und das überlebst du auch noch. Richtig. Und mach dich auch noch stärker. So, also, wenn das kein Grund ist, Nurgle zu mögen, dann weiß ich auch nicht. Und es sind tolle Miniaturen. Nach wie vor. Wenn man auf Schmodder steht, auf jeden Fall. Die Miniaturen per se, ich meine, ob man Dark Elder mag oder nicht, sie gehören, sie sind schon sehr schön detailliert zum Beispiel. Die Modelle sehen sehr gut aus. Mhm. Ob man die jetzt mag oder nicht. Und ich finde, Nurgle-Modelle sehen lecker aus, vor allem die neuen Seuchenhüter. Also, die alten noch, Zinn. Ja. Wo du im Prinzip nur... Ja, ich bin gerade überlegen, wie die aus Zinn aussehen. Die sahen schlimm aus. Die hatten so einen kleinen Klumpig. Dorn quasi, ja, ne? Ja. Ja, und jetzt hängen da halt auch Eingeweide raus. Und ich mag das Modell am liebsten, wo du den kleinen Nurgling reinhängen kannst, der in den Eingeweiden. Oh, das ist schön, ja. In den Eingeweiden schaukelt. Ja, echt? Super. Ja, ist super. Gut. Steven, willst du noch was hinzufügen? Nee, so weit durch. Man muss mich in meinen Monologen immer bremsen. Ja, nein. Deine Ausführungen sind wunderbar schön. Also, dann schließen wir immer mit unserem Song, den kennst du. Immer fallen. Weiterwaschen. Das machen wir zusammen. Ich sag immer fein, du weiterwaschen. Okay. Und danach schnappen wir uns den Karsten. Schweinebisse! Wieso ihr? Ich schenk dir zwei. Wieso wir? Ich schenk dir zwei. Ich tu doch nicht dem Karsten weh. Doch, wenn die Kamera aus ist. Nein, ich film dann, wie ihr beide euch dann. Oder so. Dann sagen wir bis dahin. Immer fein? Weitermoschen.